So, heute machen wir mal so. Ich bin heute mal der Gehilfe vom Libby. Der Gehilfe? Bist du verrückt? Libby hat eine coole Idee und die probieren wir jetzt mal aus. Jetzt lässt du die. Oh, na, jetzt ist es wirklich cool. Jawohl, das wäre interessant für Leuchttürme, oder? Zack. 22. 19, 20, 22. Was ist denn jetzt hier los? 22 Watt Aufnahme. Irgendwie. Da wundert mich ja gar nichts mehr, dass ihr freie Energie versucht. Wenn die hier nicht blinkt und die hängen ja parallel. Die hängen parallel dran, jawohl. Die drei Lampen hängen alle parallel. Das gibt's doch nicht. Das geht doch gar nicht. Erstmal, wieso die überhaupt so blinken, ist erstmal echt faszinierend und dann, jawohl, warum, wieso, weshalb? Okay, die zwei sind natürlich komplett identisch, ne? Die ist schon ein bisschen anders, aber trotzdem kann das doch normalerweise nicht sein. Das gibt's an eben Kabel. Das gibt's doch nicht. Dann haben die gleiche Pulsfrequenz. Doch, die haben die gleiche Pulsfrequenz, ne? Guck du mal. Ja. Die haben die gleiche Pulsfrequenz. Das oder? Ja doch, man kann es schon verstehen, man müsste wissen, wie die hier drin aufgebaut sind, würde ich sagen. Jetzt ist doch keine Elektronik drin. Guck mal, jetzt ist versetzt. Nicht? Das ist keine Elektronik. Die müssen doch Gleichrichter drin sein. Und ein kleiner Kondi müsste auch drin sein, normalerweise. Nee. Jetzt, guck mal. Jetzt pulst die nicht mehr. Ja, das ist komplett an. Jetzt hört er sich auch wieder anders an. Ah. Jetzt haben wir 17 Watt nur noch, jetzt geht es wieder los. Also danach tun wir das Video nochmal angucken und dann tun wir die Morsezeichen mal dechiffrieren, würde ich sagen. Ja, genau. Krass. Und dann kommt raus, ihr habt's. Was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt, hier geht nichts, oder wie? Nee, komischerweise. Ich hol mal noch eine Batterie. So. Okay, mal sehen aber. Das hören wir ja dann. Nicht. Aber noch halt, ne? Nee. Wollen wir mal spannend? Wollen wir jetzt mal hin. Achso, das. Schalten wir den jetzt hier dazu. Die Sternschaltung probieren wir jetzt als erstes. Mhm. Das ist ein 5 μ und 2. Ne, 5, 4, 3. Aha. Wieder so eine Schräglast, ne? Okay. Das mache ich gerne. Aha. Gib mal drei Kabel. So, dann gehen wir mal hier drauf. Dann brauchen wir eine Last auch noch. Was nehmen wir von der Last? 20 Watt? Ja. Jetzt tun wir es mal sehen, ob er sich erregt. Das dauert wohl ein Stück. Werden wir sehen. Wie viel haben wir in Watt? Wir ziehen vor 32 Watt. Jetzt fahren wir ihn mal hoch, bis er sich erregt. Da kommt er mit einmal, das hörst du. Aha. Jetzt kann ich runterregeln. Mhm. Der bleibt erregt. Aha. Jetzt kommen wir noch vom Bettini hoch, sehr bekannt für. Guck mal. Wollen wir runtergehen? 51 Watt. So, lassen wir es mal so. Ja. Guck mal, ob die noch erregt sind. Guck mal.
haben 2,9 Volt Wechselspannung. Dann sind die nicht mehr erregt. Schau doch hin, ne? Also Wir können es ja mal. Nee, das ist schon in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja. So. Jetzt machen wir mal hier einen kleinen Trick. Dann erregen die noch mal. Ja, toll. Das zeigt ja nur, dass es geht. Hier noch hin. Will er nicht. Machst du? Achso, will mal direkt messen die ganze Zeit. Gut, ganz genau. So, ja. Gehen wir nochmal hoch. Einen Punkt gehabt, da war er bei 14. Oh ja, das ist ein Regen normal, da muss der Rutsche anspringen. Jetzt. Jawohl, 490 Volt. 68 Volt. Gut. Ja. So, jetzt haben wir hier 450 Volt drauf. Er bleibt schön reg und wir haben wie viel Hertz? 54 Hertz. Jetzt haben wir 380. Stromaufnahme. 140. Hey Todi. Hey. Guck ich her, 370 Volt. Ah, klasse. Ja. So. Heftig. Hey, auf wie viel Hertz musstest du jetzt ungefähr hochfahren, wie der kam? Bei 60 Hertz ungefähr. Bei 60 Hertz, also hat er dann um den 16 Hertz. Das hängt aber damit zusammen, dass wir die jetzt hier in Sternschaltung haben und sich die ganzen Kapazitäten natürlich halbieren immer. Was zu wenig Kapazität. Aha. Wenn wir jetzt die in Parallelschaltung machen, also im Dreieck, dann kommt er bei wesentlich niedriger Drehzahl. Ne? Aha, probieren wir das mal. Können wir probieren. Cool. Ja. Also das haben wir jetzt aufgebaut hier. Da lädst dann den Kondensator nicht nur auf 12 Volt auf, sondern auf mehr als 12 Volt auf, weil, wie war das, die Spule, die zieht den Strom hier noch nach. No? So ist es. Wollen wir mal gucken, ob das auch wirklich so ist hier. So, wenn ich jetzt hier dran gehe, nehmen wir mal den, müsste es mehr als 9 Volt sein dann. Gespannt. Ja, es war am Anfang mehr. Es war am Anfang mehr. Es war am Anfang über 10 gewesen. Der zieht. Hast du recht. Ja, wir wissen ja nicht, welche Spule wir genommen haben. Na, warte mal. Entladen noch einmal. Wäre es nicht gut, wenn wir die 220 schon nehmen? Die hat doch die meisten Windungen, oder? Kommt ganz drauf an. Ach so. Also auf die Kapazität. Je mehr Windungen, desto... Ja, das kommt auch auf die Kapazität und natürlich die Kapazität der Batterie, wie viel die leisten kann in dem Bruchteil der Sekunde. Welchen hatte ich denn jetzt genommen? Den weißen, glaube ich. Nehmen wir mal jetzt den schwarzen. Jawohl. 16. Da waren wir auf 16 gewesen. Genau. Ja, das ist ganz normal. Also jetzt können wir es auch nochmal mit den anderen probieren. Mhm. Ja, also das ist so ungefähr das. Ne? Das ist der Effekt. Das ist ganz normal. Da ist jetzt nichts dabei. Das ist nur, dass man das verwenden kann, für Motorschaltungen. Und damit sich der Motor seine eigene Spannung selber generiert. Mhm. Dass du jetzt quasi nicht mit einer hohen Spannung rein musst, sondern mit einer 12-Volt-Batterie
möglichst vielleicht dann 110 Volt generieren kannst. Mhm. Ja, dann ist die Effektivität natürlich sehr groß. Ne? Probieren wir mal das. Das weiß ich aber mal nicht. Über die lange. Mhm. Ob die besser. Das noch ein bisschen. Erstmal entladen. Das muss jetzt nicht besser gehen, ne? Die Spulen müssen eben auch passen. Ja gut, ich meine mehr als. Ach nee, 63 Volt ging der Kondi, ne? Bis 63 Volt. Leute, das ist nicht so viel. Was das ausmacht. Kann aber sein, dass wir das jetzt. Gucken wir mal. Ja, aber auf 17 Volt. Genau. Ne? Mhm. Das ist der Effekt jedenfalls, ne? Ja, das in Motoren einbauen. So. Mhm. Naja, als Wechselstrom. Musst du das jetzt so sehen, wenn du die geeignete Schaltung machst. Jetzt musst du die Schaltung muss jetzt so sein. Der ist auf 17 Volt. Mhm. Bei der nächsten Halbwelle dreht sich der Kondensator. Und du gehst wieder mit 12 Volt rein. Ja. Und nimmst aber die 17 Volt mit Huckepack. Verstehst du? Bei einem Bipolar geht es dann aber nur, ne? Bei einem Bipolar. Ja, das genau. So. Mhm. Und jetzt hast du natürlich nicht mehr 12 Volt rein, sondern du gehst ja mit 36 Volt rein. Und so schaukelt sich das mit jeder bis zu einem gewissen Wert auf. So. Ach, das ist das. Ja. Ach, das ist. Und deswegen, so ähnlich ist es ja auch im Schwingkreis. Aha. So. Und wenn du das mit der richtigen Frequenz durchführst, kannst du aus 12 Volt durchaus 120 Volt machen. Mhm. So. Und für den Motor, wisst ihr ja, hat er dann schon deinen vollen Betrieb. Das zieht zwar dann aus der Batterie mehr Strom, aber nur am Anfang. Nee, auch im Betrieb. Ja. Aber den Strom zieht es aus 12 Volt und nicht aus 100 Volt. Ja, 20 Volt, genau, richtig. Und aus 12 Volt Ampere sind nämlich nur 12 Watt, genau. So sieht's aus. Ja. Ne? Aber du hast an der Motor ja die Leistung anliegen von 110 Volt. Aha, aha. Und das Ampere fließt durch. Das wären dann aber. Dann hast du 10-fache. Genau. Und das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es, weil die Leistung, das habe ich letztens gezeigt, die Leistung ist ja da, als Magnetfeld. Ja. Das, dieser sogenannte Blindstrom, die ist ja da. Ja. Der Motor dreht sich ja dann erst wenn der richtig da ist. Deshalb habe ich das in der Schule nie mit dem Blindstrom und Scheinstrom. Und dieses ganze Schein will dich verblinden. Ja, genau, jawohl, richtig. Ne? Und das ist das, ne? Du musst den also richtig drehen. Und die Schaltung ist an sich ganz einfach. Ja. Das kannst du mit einem Relais machen. Also mechanisch gesehen ist die Schaltung einfach. Du gehst hier von deiner Batterie. Hast hier deine Batterie. Und du hast hier einen Pol. So. Und jetzt hast du auch hier noch ein Pol. Mhm. Überkreuz. Überkreuz. Mhm. Ne? Und jetzt gehst du hier. Das ist dein Schalter. Mhm. Mein Relais dann. Und das ist der Kondensator. Ne? Das ist jetzt dein Kondensator. Mhm. Ja? Mhm. So. Und den lädst du auf jeden Fall hier über eine Diode auf. Ja? Das ist also hier noch eine Diode, dass das immer in diese Richtung macht. Und du hast jetzt hier auch eine Drossel drin. Das ist ganz wichtig. Ah. Das ist jetzt nur mit dem Relais, ne? Aha, aha. Das ist jetzt deine Drossel. Das alte Zeichen jetzt von der Drossel mal. Aha, aha, ne? Aha. Deine Induktivität. Aha. So. Und der macht jetzt immer rüber und über. Einmal hier und einmal hier so. Einmal lädt er sich hier so voll. Mhm. So, dann hat er was für sich aus 12 Volt. Wenn es 12 Volt sind, sagen wir mal, guten Wert, nehmen wir 20 Volt. Und dann geht er hier hin. Mhm. Lädt sich aber in die gleiche Richtung voll. Wieder. Ja?
Bloß, dass die Polaritäten vertauscht sind. Und so schiebt die Drossel immer wieder dann mehr Strom rein. Und der wird immer höher. Aber simultan hier unten immer schalten. Wir müssen simultan schalten. Mhm. Ja? Also du brauchst ein Relais mit... zwei extra Kontakten. Zwei Wechsler. Zwei Wechsler. So. Das kannst du nehmen und das kannst du in der Netzfrequenz zum Beispiel, das habe ich auch schon probiert, es funktioniert. Ne? Mhm. Also du kannst den jetzt mit der Netzfrequenz schalten, 50 Hertz macht das Relais noch mit. Ja. Und da habe ich einfach ein kleines 12 Volt Relais genommen, so ein kleines Finder-Relais. Mhm. Und hier 12 Volt von, ich habe so eine Stehlampe, für 12 Volt Halogener, so einen kleinen, ne? Die 12 Volt habe ich genommen, Diode nein. Dann hast du ja praktisch nur eine Halbwelle. Ja. Dann rattert das Relais schön in der Netzfrequenz. Ah. So, und dann kannst du die beiden so hin und her, weißt du? Aha. Ja, genau. Und dann musst du natürlich aber die Spule, die Induktivität muss so gewählt sein, dass wenn der Kontakt zu ist, die sehr schnell schaltet. Mhm. Ja, solange er geschlossen ist, muss praktisch die Spule ihre Arbeit schon vollrichtet haben. Ja. Die Spule muss schneller sein als das Relais. Mhm. Das kriegt man dann mit dem Ostsee raus oder hört man das irgendwie da dran? Eigentlich du hörst es nicht. Du siehst es an der Spannung. Wenn es ordentlich funktioniert, kriegst du aus 12 Volt, was weiß ich, 100 Volt raus. Wenn es gut funktioniert. Und dafür bräuchten wir jetzt praktisch ein Relais mit zwei Wechslern? Ja. 12 Volt Wechselstrom. Das ist der Prinzipversuch. Ja, genau. Ja? Trotzdem, das ist ja genau das, was man erstmal bräuchte. Ja, das ist. Und das Ganze machst du natürlich dann. Das ist im Prinzip ist das fast dasselbe, wie wenn du Wechselstrom erzeugst mit diesen vier Schaltern. Mhm. Zwei sind immer simultan. Ne? Das ist dasselbe wie das Ding hier. Das ist ja wunderbar. Ne? Das, ist ja. Das geht elektronisch viel besser zu regeln, ist ja ganz klar. Ja, ne? ja. So. Und da ist es wieder einfach, weil da wird dann die Schaltung. Habe ich auch schon gebaut, also das ist nicht so. Ne? Da wird dann diese Schaltung ganz einfach logischerweise von Triggerspulen getriggert. Ne? Die vier Dings, die werden von Triggerspulen getriggert. Ne? Jeweils eine Triggerspule schaltet zwei simultane Transistoren zum Beispiel. Ne? Und die Triggerspulen kriegen ja genau mit, wenn der Strom aufhört zu fließen. Ja, stimmt, genau. Ne? Die kriegen genau den richtigen Zeitpunkt mit. So, und dann schaltet eben dann der andere ein. Ja, so, und da ist es genau im Richtigen, dass das Ding ist quasi. Und so lädst du das Ding dann voll auf, bis ein Wert, der nicht mehr geht. Mhm. Ne? Das steigt immer weiter. Mhm. Also ich denke mal so, sollten 200 Volt. Aber der Punkt ist, dass du dann, wenn das nur 10 μ sind, du darfst nicht vergessen, mit 10 μ. Betreibst du ja so einen kleinen Motor lässig? Ja. Ja. Bei 50 Hertz. Richtig. Ganz locker. Stimmt. Das darfst du nicht vergessen. 10 μ ist nicht. Reicht ja für den Motoren aus. Genau, unser Rankondensator hat ja nur 3 μ. Mhm. Ne? Ja, da passt ein bisschen was rein. So, und das reicht ja aus. Ah. Ne? Und so kriegst du eben aus der. Und selbst, lass es doch, das soll ja ruhig sein, 10. Sein Ampere aus der 12 Volt Batterie ziehen dürfen. Ist doch kein Problem. Aber das sind ja nur 12 Watt. Ja. Aber die Leistung ist im Motor. Du hast praktisch kannst du sagen, du hast aus diesem Motor einen Schwingkreismotor gemacht. Mit einer erzwungenen Herzzahl. Mhm, Ja, du hast es diesmal nicht in deine Quelle zurückgespeist, sondern du hast diesen Rückstrom benutzt, um die Spannung hochzuschaukeln. Ja. Mehr mechanische Leistung rauszubekommen. Ne? Du hast es auch nur invertiert. Das sind die dann kühler im Verhältnis zu normal? Weil wo geht der Strom sonst hin? Nee, die sind nicht kühler. Das, was du an Leistung umsetzt, wird auch in Wärme, also was sonst der Motor auch umsetzt. Ja. Nur, dass eben bei normalen Drei-Phasen-Motor immer, was weiß ich, die 800 Watt oder das, was er eben angegeben ist, fließen. Von Anfang an, deswegen wird er heißer. Ne? Und hier fließt halt die maximale nur bei Belastung. Obwohl es halt bei allen Drehstrom und so ist. Oh Mann, kann man kurz